Wir befinden uns hier im Sitzungssaal des VLÖ. Neben mir sitzt der Bundesvorsitzende des VLÖ, Diplom-Ingenieur Rudolf Reimann, den ich zu einem Interview gebeten habe. Gleich die erste Frage, Herr Reimann. Wie hat sich das Haus der Heimat Ihrer Meinung nach in den letzten 10 Jahren entwickelt? Nach den schrecklichen Ereignissen des Zweiten Weltkrieges, wo viele Menschen, deutsche Menschen, ihre Heimat verlassen mussten, brach hier ein Chaos aus. Man hat begonnen, sich zusammenzuschließen in kleineren Organisationen, die nicht alle keine Schlagkraft gehabt haben. Dann ist es letztendlich die Idee geboren worden, das Haus der Heimat ins Leben zu rufen und hier ein Dach für alle Organisationen zu schaffen, damit eine entsprechende Kraft, ein entsprechendes Potenzial auch der Öffentlichkeit gegenüber und den Regierungsstellen gegenüber entsteht. Und das ist vor 10 Jahren geschehen und das hat sich also als äußerst positiv ausgewirkt. Wir haben sehr gute Kontakte zu den Regierungsstellen, zu den öffentlichen Stellen, zu den Medien gewonnen und ich glaube, dass das Haus hier ein großes Ansehen in der Öffentlichkeit genießt. Insofern muss man sagen, dass es ein großer Erfolg war, dass dieses Haus damals gegründet worden ist und die letzten 10 Jahre eine Erfolgsstory zweifellos bilden. Ich möchte hier gleich anschließen. Wie würden Sie die inhaltlichen Schwerpunkte der letzten 10 Jahre dann definieren? Die inhaltlichen Schwerpunkte des Hauses sind vor allem darin gelegen, dass man versucht hat oder versuchen muss, das an uns getane Unrecht wieder ins Lot zu bringen. So dürfen wir nicht vergessen, dass immer noch in Tschechien die sogenannten diskriminierenden, menschenrechtsdiskriminierenden Beneš-Gesetze da sind. Das gleiche im ehemaligen jugoslawischen Raum, die sogenannten Avnoj-Gesetze, die heute noch Gültigkeit haben in diesen Ländern. Und hier einzuschreiten, das war eine unserer wesentlichsten Aufgaben, neben der Frage der Restitution und der Wiedergutmachung, die unsere Menschen einfach bekommen müssen. Man kann deutsche Menschen nicht diskriminieren, nur weil sie Kinder deutscher Eltern waren. Ich möchte hier gleich eine dritte Frage anschließen, nämlich diese Themenbereiche Beneš-Dekrete, Avnoj-Bestimmungen sind natürlich auch in den Landsmannschaften vertreten. Wie würden Sie das Arbeitsgebiet des VLÖ definieren im Unterschied zu den Landsmannschaften? Die einzelnen Landsmannschaften haben vorwiegend ihre regionalen Probleme aus den Ländern, wo sie kommen. Der VLÖ deckt überregional die Problematik der gesamten Heimatvertriebenen ab. So denken wir doch gerade bei der EU-Osterweiterung, war es ein wesentlicher Punkt, den wir also bekämpft haben, dass wir also gesagt haben, Länder mit diskriminierenden Gesetzen wie Tschechien, Slowakei, damals noch Jugoslawien, dürfen nicht in die EU, im Speziellen auch Slowenien, dürfen nicht in die EU, bevor diese Gesetze nicht geändert sind. Das bedarf natürlich einer sehr aktiven politischen Tätigkeit. Wir sind damals im österreichischen Parlament vorstellig geworden, bei den österreichischen Regierungsstellen vorstellig geworden. Wir waren in Brüssel im Parlament, wir waren in Brüssel bei dem Erweiterungskommissar Verheugen, sind aber leider dort überall auf taube Ohren gestoßen, sodass diese Länder trotzdem in die EU aufgenommen worden sind, obwohl eindeutig die Gesetzgebung menschenrechtswidrig ist und gegen die Menschenrechte verstößt. Mit dieser Tatsache muss man sich einfach abfinden, denn da sind andere Interessen mit im Spiel. Das heißt aber nicht, dass wir das Problem aufgegeben haben, sondern wir kämpfen weiter in dieser Angelegenheit und fordern einfach die Aufhebung dieser diskriminierenden Gesetze. In diesem Zusammenhang haben wir auch das sogenannte Volksbrückensymposium ins Leben gerufen, wo wir gesagt haben, betroffen sind nicht nur die, die hier in Österreich leben, sondern betroffen sind auch die, die noch in der alten Heimat verblieben sind. Und so haben wir das Volksbrückensymposium dahingehend ins Leben gerufen, dass alle deutschsprachigen Menschen aus dem Raum der ehemaligen Donaumonarchie, die ihre Organisationen haben, an diesen Volksgruppensymposien teilnehmen. Ich möchte nur auf den großen Erfolg der letzten Symposien verweisen, vor allem jetzt in Osijek, das also im September dieses Jahres stattgefunden hat, wo schon sehr klare Resolutionen, Stellungnahmen von allen beschlossen worden ist. Und das hat auch in der österreichischen Presse, in den Medien seinen Niederschlag gefunden. Denken wir nur daran, dass ja vom ORF, vom Kurier, von der Presse, Redakteure mit uns mitgefahren sind, die darüber berichtet haben. Denken wir daran, dass ein hoher Vertreter des Außenministeriums mit anwesend war, dass bei den früheren Symposien auch die Vertriebenensprecher, die Parlamentarier, das sind unsere Vertreter im Parlament, mit anwesend waren, sodass diese Symposienreihe ein schweres Gewicht schon gefunden hat.
Ein anderer wesentlicher Punkt ist natürlich der, dass kaum im Unterricht in Österreich an den Schulen hier irgendetwas gelehrt wird über das, was mit unseren Leuten hier geschehen ist. Man hört zwar von anderen Glaubensgemeinschaften und Volksgruppen, was die alle für furchtbares Leid erlebt haben, aber das Leid dieser deutschen Menschen aus dem Raum der ehemaligen Donaumonarchie ist mehr oder minder totgeschwiegen worden. Und hier haben wir eine Aktion gesetzt, eine Schulaktion. Wir haben es erreicht, dass ein Schulfilm gedreht worden ist vom Unterrichtsministerium. Wir haben es erreicht, dass an den Schulen dieser Film gezeigt wird mit einer Broschüre. Und wir haben es erreicht, dass hier Zeitzeugen gefunden werden konnten, mit denen die Schüler diskutieren konnten. Und ich glaube, gerade die Zeitzeugenaktion hat hier einen ganz wesentliches Interesse bei unseren jungen Menschen gefunden. Denn wenn man einen solchen Menschen angreifen kann oder vor sich sieht, der das Leid mitgemacht hat, ist das ein ganz anderer Effekt, als wenn man irgendetwas im Fernsehen oder im Kino vielleicht sieht. Insofern glaube ich, war die Tätigkeit des VLÖ schon eine sehr positive. Als letzte Frage richte ich an Herrn Reimann Aspekte an die Zukunft. Wie würden Sie künftig das Haus der Heimat definieren? Wir werden natürlich in dieser von mir bereits geschilderten Ebene selbstverständlich weiterfahren. Aber ein anderer ganz wesentlicher Aspekt ist auch die wissenschaftliche Seite. Wir müssen versuchen, das Schicksal unserer Menschen wissenschaftlich aufzuarbeiten. Wir müssen es dokumentieren, wir müssen es verbreiten, wir müssen ein Podium innerhalb der Wissenschaft finden, dass wir diese Problematik klar und deutlich diskutieren können. Insofern wird der wissenschaftliche Ausbau in unseren Kreisen sehr, sehr wesentlich sein.